So, zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind wieder in Muttersmacht. Am letzten Mal, ja, eine epische Schlacht erlebt. Das ganze Gebiet hier um Muttersmacht herum, wo wir unser Abenteuer begonnen haben, ist jetzt das reinste Kriegsgebiet. Und ja, wir müssen Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. uns jetzt hier Sollen wir zurechtfinden. anfangen? Ich habe nie aufgehört. Also wir müssen unseren Erzeuger finden, sozusagen. Wir haben erfahren, dass Aloy angeblich von einer Maschine gezeugt wurde. Was ich selbst nie für möglich gehalten hätte. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Das klingt, als wenn es ein Roboter wäre oder so. Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Okay. Ja, höchst interessant. Aloy wurde also in Maschinen geboren, sozusagen. Wer ist das in der Mitte? Kinderkrippe. Das sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Wow. Das Ganze wirkt wie ein riesiges Labor. Aloy ist definitiv was Besonderes. Hell. Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Haben die alles hier unten gelernt? Haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Kinder,
Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Ob das ein Hologramm war, mit dem die gesprochen haben? Weil das Kind hat ja gesagt, du bist nicht mal ein Mensch. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Hm. Achso, das hatten wir vorhin schon. By the way, vergessen den Controller anzustecken an den Ladekabel, muss ich nach dem Partner machen. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Was? Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Die sind getrennt worden. Allesamt. Die Wächter haben sie davon abgehalten, weiterzugehen, beziehungsweise einen anderen Bereich. Sie haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Identiscan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. War das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Willkommen, Schüler. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an eurem Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Apollo Offline. Apollo Offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Nicht das irgendwie. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Mann, Fehlfunktion. Apollo offline. Was ist das für Kammern überall?
haben die echt ihre ganze Kindheit verbracht? Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel das zu Ausgleiche. Erleben. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Mann, Fehlfunktion. Apollo offline. Das ist schon ein sehr gespenstischer Ort hier. Da drin warten scheinbar Antworten auf uns. Wir müssen nur noch reinkommen irgendwie. What the hell ist das alles? War ihre gesamte Kindheit hier unten? Vorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia Prime Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn... die alle von ihnen halten sollen. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh! Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen.
Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Uiuiui, wir sind also nichts weiter als ein Werkzeug gewesen für diese eine Aufgabe. Das muss hart sein für Aloy, das erfahren zu haben. Das muss hart sein. Aber wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Mich Hades aufzuhalten, das zu retten, was zu retten ist. Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz für Aloy! Auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Wow!
fantastisch, was das Spiel für eine Atmosphäre wiedergibt. Das ist echt der Hammer. So, ja, der gefallene Berg. Das soll jetzt der Ort sein, wo die fehlende Energiezelle findet. Die Welt wird weiß. Die letzte, die ich brauche für eine ganz bestimmte Rüstung. Ich habe auch einen Anhaltspunkt gelesen, wo ich sie finden kann, deswegen sollte ich da die Augen offen halten, dass ich diesen Anhaltspunkt dann noch finden werde. Die Stämme werden sich in Meridian wieder treffen, um quasi diesen Krieg hoffentlich ein für alle Mal zu beenden. So. Munition. Wo ist denn dieser gefallene Berg? Er befindet sich dort. Was sagt denn die Zeit gerade? Ah ja, die Zeit ist gut, oder? Die Zeit ist auf jeden Fall gut. Ach, stimmt ja. Gut, dann muss ich hier gerade sowieso mal ein bisschen farmen. Okay Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part von Horizon Zero Dawn. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht das verdammte Gebiet nochmal probieren. Vielleicht aber auch gucken, dass wir zum Berg gehen. Mal schauen. Bis dann.